Mass Effect hatte wirklich. Vor allem die Companions in Teil 2 waren halt wirklich insane. Ja, bei Mass Effect, genau, das Gesamtprodukt war einfach sehr stimmig. Ich mochte Mass Effect. Ich habe die Trilogie halt an einem Stück durchgeballert, so. Seitdem aber auch nicht nochmal angefasst, sag ich auch ehrlich. Okay, let's go. Ich hatte selten das Gefühl, dass ich mit einem richtigen Charakter rede. Ehrlich? If I can drain the water. Shit, there's no power. War ein Goat Simulator. Ach, Junge, seid doch alle lost. So, warte mal, von wo kamen wir von da? Ja, ne? An Batman. Ey, Batman müssen wir eigentlich auch im Stream zocken, ne? Also legit so. Gib den irgendwann mal nochmal eine zweite Chance, aber momentan kein Bock. Ja, Digga, also. Ich sag dir ehrlich, also. Ich wüsste auch nicht. Also, ich glaube, ich werde auch Mass Effect nie nochmal spielen. So. Ich glaube, mittlerweile würde es sich sogar fast schon lohnen, weil ich das meiste einfach vergessen habe, aber ja. Bist du Fan von Silent Hill? Ja, ich habe es halt nie gespielt, ne? Aber ich hoffe, dass das Remake von Silent Hill 2 jetzt gut wird. Ja. Weil ich finde Silent Hill sehr, sehr interessant, weil es ja auch wirklich sehr, sehr gruselig sein soll. Und, ja, aber. Ich hatte halt nie eine Playsee, ne? Was soll ich dir sagen? Bin ich der Einzige, der es einfach nicht geschafft hat, ein Game zweimal durchzuspielen? Ah, Bruder, also so viele Games. Also wie gesagt, ne, ich glaube Mario Odyssey habe ich allein dieses Jahr irgendwie schon 3-4 Mal durchgespielt, so. Von daher, also ich spiele, und ich meine Resident Evil spiele ich jetzt zum 5. Mal durch. Also, aber die Spiele sind jetzt auch nicht so lang, ne, muss man auch dazu sagen. So bei ganz langen Games, Alter, weiß ich nicht. Gibt nur eine Handvoll Spiele, die ich mehrmals spielen kann. God of War und Bioshock und Resi. Ja, God of War spiele ich auch zum Beispiel zum 2. Mal gerade und es ist mega. Es hat sich am Anfang so ein bisschen wie Zeitverschwendung angefühlt, weil ich mir die ganze Zeit dachte so, ja, du kennst das. Und deswegen habe ich es erstmal lange nicht mehr gezockt. So 1, 2 Wochen nicht mehr. Und dann habe ich es wieder angefangen, weil ich einfach mega Bock drauf hatte auf das Gameplay. Und jetzt ist geil. Jetzt geil. Chabob, Wechsel, danke für die 2 Monate, Bruder. Er war Ehrenmann. Ehrenmann. Junge. Bei Elden Ring kann man Medium Plus 99 mal machen. Alter, let's go. Wechsel, was geht, Junge. Die Uncharted 3 habe ich 100 Mal durchgezockt. Ach, krass, Digga. So ein krasser Uncharted-Fan. Oh, dann mache ich dich, glaube ich, mit meiner... Guck mal, Uncharted könnten wir... Ja, wobei, sollen wir... Nee, Uncharted... Guck mal, ich mag Uncharted sehr, aber ich sehe bei Uncharted, also ich sehe Uncharted irgendwie nicht so als eins der besten Games ever. Wie es bei manchen anderen ist, so. I don't know. Hab gerade gesehen, dass du Rese 8 sagst, du uns zockst ohne uns. Ja, Junge, fast den anderen das hier gemacht, fast Stream verpasst, Junge. Boah, ne, Watch Dogs würde ich glaube ich auch nicht nochmal durchspielen. Wenn du jetzt was. Bruder, ich liebe Uncharted. Ich liebe Uncharted. Ja, wirklich. Ich finde auch Uncharted ist so eine Reihe, die von jedem Game immer und immer besser wurde. Aber ich sehe Uncharted nicht so in diesem absoluten Himmel, weißt du? Ja. Uncharted 2 und waren damals bei Release geisteskrank gut. Ja, Digga, die sind immer noch richtig gut. Ich habe, glaube ich, auch. Ich habe, glaube ich, auch alle Uncharted mindestens 2 Mal durchgespielt. Ja. Weil ich hab Uncharted 1 bis 3 habe ich auf der PS3 und dann habe ich nochmal die Collection auf PS4. Ja, und Uncharted 4 habe ich auch. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch einfach lost. Ich mag Uncharted sehr. Aber so God of War oder Last of Us oder so ist bei mir irgendwie höher so. Watch Dogs 3 nochmal zocken wegen Dalton. Ja, okay. Aber das ganze Game durchzocken, ne? Nur wegen Dalton, der am Anfang da war. Ich habe das Gefühl, dass ich die Remastered verkacken, wenn man Interesse hat, am besten. Schön sein, dass ich das Beste noch ausspiele. Ja, das Ding ist halt, ich habe halt keine Nostalgie. Und
Ich glaube, wenn ich die alten Teile zocken würde, so, dann würde ich der Steuerung und so, würde ich das, glaube ich, gar nicht feiern und so. Uncharted 1 bis 3 habe ich gespielt, bevor 4. Aber warum glauben alle? Ich habe übrigens auch irgendwo habe ich gesehen, dass auch im Titel auf YouTube irgendwie so, das Silent Hill Remake wird nichts und so. Warum glaubt ihr das? Einfach weil Konami in den letzten Jahren so kacke war? Oder gibt es da noch andere Gründe? Ah, der Bananenbrot ist doch da, Digga. Von der Familie abgehauen und jetzt im Stream. Let's go! Gute Entscheidung, Digga. Ich spiele gerade Witcher 3 nochmal durch. Ja, guck mal, das ist halt auch so ein Game. Das geht mir einfach zu lang, dass ich denke, ich will es nochmal durchspielen. Ich habe es schon zweimal. Also, dann ist halt auch, ja. Was auch ein richtig gutes Game ist, Metro 2033. True Dead, Alter. True Dead. True Dead. Ja, Dalton ist Legende, Digga. Was soll ich dir sagen? Dalton ist, ja. I'm not looking to fish for me. Armbrot, wir haben nur nette Sachen über dich gesagt. Du brauchst gar nicht den Stream nachgucken. Ja, wir waren, ne? Einfach. Bin auch extra abgehauen. Wirklich schon eine halbe Stunde True Dead, Alter. Ja, die ganze Zeit nur gelabert, Junge, noch gar nicht gezockt, Alter. Jetzt geht erstmal los. Ich muss sagen, bei mir wahrscheinlich Uncharted größer Last of Us, aber wahrscheinlich wegen Nostalgie. Ja, Digga, kann sein, kann sein. Ich weiß nicht, ich habe halt Uncharted gezockt und ich fand Uncharted auch übertrieben nice und so. Aber, keine Ahnung, als ich dann Last of Us gezockt habe, war das nochmal was anderes. Aber Uncharted, krasse Games, ne? Wie gesagt, auch finde ich einfach immer beeindruckend, wie sie sich halt von jedem Game immer weiter gesteigert haben. Ja, was muss ich denn? So, hier drauf und dann? Ah. Das Ding ist, wer, ich überlege halt gerade, wer Uncharted ein gutes Game für ein Stream? Nee, oder? Vielleicht mache ich doch irgendwann mal Videos dazu. Stranding war auch ein starkes Spiel. Hey, Death Stranding. Ich habe jetzt Death Stranding. Death Stranding für alle, die es noch nicht wissen, mir wurde das halt auch auf Insta gesagt, gibt's kostenlos bei Epic momentan. Von daher holt euch das, gönnt euch das auf PC. So, warte, hier erstmal Roman, Alter. Was ist das jetzt schon wieder hier? Das sind wieder Studio, was hinter Silent Hill Remake steckt. Ist jetzt auch kein gutes Horrorspiel rausgebracht, an sich spiele. Okay, geil, Junge. Hat sich Konami wieder richtig gute Leute rausgesucht. Perfekt. Ja, geil. Hype auf das Remake, Jungs. Ja, schade, Digga. Schade, Digga. Ach ja. Das heißt, wenn wir mit Resi 8 durch sind, was geht so, was nicht mehr so lange dauern wird, dann werden wir Death Stranding ein bisschen spielen. Ich sag doch, Konami ist Dreck. Ja, Digga, ist das wirklich. Es ist halt einfach schade, weil die haben halt sehr, sehr geile IPs, ne? Mit Metal Gear und Silent Hill und so. Wenn ich dir mal vor, Capcom würde auf einmal so Scheiße bauen, dann kriegen wir kein gescheites Resident Evil mehr oder was auch immer. Das wäre einfach nicht gut, Digga. Mach Soulspiel im Stream. Ja, ich will mit Elden Ring fange ich an und wenn mir das Spaß macht und euch Spaß macht, dann werden wir die anderen Soulspiele auch noch zocken. Safe. Stinks. Ich spiele Jedi Fallen Order. Ja, nee, das habe ich ja selber schon gespielt, ne? Habe ich ja selber gespielt. Dein Spiel des Jahres hat mich so getriggert, no Spoiler.
Ich habe meine ganze Liste mit Leuten spoilern, Alter, ich sag's dir. Ach, spoilern, triggern. Ich sag's dir, Digga. Junge, weil die Liste, Junge, Alter. Das Gute ist, dass du während Death Stranding eine Menge Zeit mit uns laufst. Ja, genau, deswegen. Also ich bin halt gespannt. Ich bin gespannt, wie ich Death Stranding. Also ich werde es dann wahrscheinlich auch ein bisschen privat zocken, um dann zu gucken, wie ich das privat so fühle. Aber ich bin bei Death Stranding, bin ich sehr gespannt. Wow, danke, habe es mal gespielt, aber das mit Epic wäre voll an mir vorbeigegangen. Ehemann, ja, Mann. Kein Ding, Digga. Würdest du mal ein Video über Metal Gear Rising. Re Ach. Das Ding ist, ich hab's durchgespielt. Ich hab's mal gespielt. Metal Gear Rising. Aber irgendwie fand ich es nicht so gut wie alle. Ich fand's gut, es hat Spaß gemacht. Nein, nein, wir spoilern nicht das Neue. Wir sagen gar nichts zum neuen Video, ja? Nicht spoilern. Aber meine Liste. Ich weiß, dass ich sehr viele Leute triggern werde in meiner Liste. Ja. Kann ja schon mal sagen, ihr könnt ja mal dann auch in die Kommentare eure Listen ballern. Das würde mich auch interessieren, aber ja. Metal Gear Rising. Weiß ich nicht, Digga. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal. Vielleicht kann man das auch mal im Stream spielen, aber ja. Habe heute in Demon's Souls kurz nebenbei 7 Boss erledigt, Alter. Kranker Boy. Ich war auch sehr hart getriggert und wusste, dass etwas nicht stimmen kann. Das ist einfach geil. Junge, ich sage euch, die Liste, die wird alles dienen. Oh, Junge, ich freue mich auf die Kommentare, Digga, ich sag's dir. Ach, Junge, Junge, Junge. Platz 5, ja, Platz 5. Platz 5, Platz 5 wird viele. Platz 5 wird viele kaputt machen. Das kann ich jetzt schon sagen. Platz 5 bei mir, ja. Nicht so vorab spielen, Spiel ist live. Weil so das Game so viele Epic Momente durchcatchen, das erste Mal. Meinst du jetzt bei Death Stranding? Also, den Anfang und so, das zocken wir alles live. Mal gucken, wie das dann so ist, ne? Ja. Ja, Elden Ring ist leider nicht mein Game. Also, ja, Death Stranding. Ey, ich freue mich drauf. Wie gesagt, erstmal Resident Evil und dann zocken wir das, weil, ja, das habe ich ja jetzt. Das ist einfach perfektes Timing. Wirklich, perfektes Timing. Platz 5 bestimmt Cult of the Lamb. Warum sollte Cult of the Lamb jemanden triggern? Cult of the Lamb ist so legit. Schaut euch das Video an, sehenswert. Ja, die meisten, die können das ja. Alles gleich perfekt. Am Dienstag werden es ja die meisten sehen, ne? Kein Plan, war nur ein Guess. Ich glaube, Cult of the Lamb wurde ja von den meisten gut aufgenommen. Das Ding ist, man muss halt sagen, ich habe halt nicht so viele Games dieses Jahr gespielt, ne? Das ist halt auch so ein Ding einfach. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Stray ist jetzt schon ein Classic. Ich habe heute hab ich, an dem Stray-Video weitergeschnitten. Platz 5 ist COD oder Overwatch. Schau mal. Wäre Stray was für deinen Stream? Das Ding ist, ich habe ja Stray durchgespielt. Stray wird auch das nächste Video, jetzt also nach den Spiele-Dingens. Stray wird das erste Video im neuen Jahr sein. Aber weiß ich noch nicht. Aber wenn ja, der weiß ich nicht. Ich hab jetzt, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so Bock, Stray nochmal zu spielen. So, was haben wir hier eigentlich gemacht? Weil jetzt können wir einfach wieder zurücklaufen. Ach, hier, den müssen wir, ne? Bumm. 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 Jetzt durch. Ist das so richtig? Fandest du das Ende von Stray? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr daran erinnern. Was war denn nochmal das Ende? Was war denn nochmal am Ende? War da irgendein krasses Ende? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ey, mein Video wäre jetzt schon fertig, wenn mein fucking Adobe Sound gäbe. Bruder, das ist also wirklich was da bei dir. Keine Ahnung. Wo die Katze entkommt. Das Ende war so gut. Ich kann auch vielleicht habe ich da mental schon komplett abgeschaltet. Vielleicht habe ich da schon, vielleicht war ich da schon komplett weg. Oh! Okay. Ich meine, ich muss ja sagen,
Ich meme ja hier ein bisschen rum bei Stray. Schlechtes Spiel ist es ja jetzt nicht, aber es ist nicht so meins gewesen. Alter, Digga, jetzt geht der Chat aber komplett ab. Was ich aber auch sagen kann, für mich ist Gothic ein Game, was mir Spaß macht. Und ja, Gothic 3 ist ein gutes, ist kein gutes Game. Aber ja, Digga, ist vollkommen in Ordnung. So ist, deswegen, so. Ist doch okay, Leute haben auch Spaß mit Legion. So, wer bin ich denen, das kaputt zu machen? Ich finde das Spiel halt absolut kotze, so, aber ne? Ende wurde übel gehypt und gesagt, es wäre gut, aber war okay. Boah, ich kann mich, ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht mehr an das Ende erinnern. Stray war für mich meine Katze auf die. Ja. Ich hab einen beschissenen Laptop, was mich voran hat. Ja, klar. Ja, oder erstmal, mach erstmal ein bisschen Videos. Ich meine, das musst du irgendwie fixen, weil das geht nicht. Aber mach erstmal Videos und guck, ob dir das überhaupt Spaß macht. Also nicht jetzt Geld investieren und dann hörst du irgendwie nach zwei Videos auf, so. Ey, wer Legion gut findet, hat einfach eine schlechte Meinung. True Dad, Alter. True Dad. Stray auf jeden Fall kein Einheitsbrei, war mal was anderes. Also ich sag's dir ganz ehrlich, also ich meine, ihr werdet ja sehen, was meine Probleme bei Stray sind. Falls sie irgendwie Stray 2 machen, was wahrscheinlich kommen wird, weil Stray echt ein Erfolg war, dann hoffe ich, dass sie grundlegende Dinge im Gameplay ändern werden. Weil das Gameplay hat mich halt gestört. Ich fand die Welt geil, es sah krass aus, ich mochte die Story, auch wenn ich jetzt vergessen habe, was am Ende passiert ist. Aber das Gameplay, Digga, ja. Digga, komm raus. Dann spielt man einen Hund. Ja, ey, Digga, würde ich auch feiern, Digga. Digga, Digga, Digga. Also das, Hund, ja. Hund, ja. Ich fand's halt langweilig, die ganze Zeit, ja. Also ich fand's nicht die ganze Zeit, aber ich fand's größtenteils langweilig, leider. Dass man eine Katze spielt, ist der beste Aspekt. So. Gegen Merkel! Dann spielt man als Kind. Und! Blauen Übel. Was glaubt, also jetzt an die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, weil die Leute, die es gesehen haben, wissen es natürlich. Aber glaubt ihr, Sonic wird auf meiner Liste sein? Sonic Frontiers? Glaubt ihr, es wird drauf sein? Spiel war für mich 7 von 10, mehr aber auch nicht. Ja, für mich, ja, meine Wertung würde ich dann aussehen. Safe wäre, wenn nicht. Nein, hoffentlich nicht. Nee, ja, okay, ja, okay. Manche glauben es, manche nicht. Platz 3 und Platz 1. Wenn du fragst, nein, okay. Oh, ah, okay, Woo macht hier Metagaming. Okay, okay. Ein Spiel, wo Kevin der Protagonist ist, würde ich mir kaufen. Boah, weiß ich nicht, Digga. Wenn ja, der Abo. Glaub nicht. Ja, okay, okay. Ah, Digga, meine Liste, ne? Das ist, wir haben eine gute Liste, Digga. Eine sehr, sehr gute Liste. Was soll ich hier sagen? Was habe ich hier gesagt? Der Retorno Lost im Kreis, Platz 1 für World Design, ne? Hey, überhaupt vergessen, dass du streamst. Alter, Lost. Lost. Der Abo nach der Liste sowieso, Digga. Ich, also, ich kann dir. Ich hab mich, also ich glaube, ich hab mich noch nie so sehr auf Kommentare gefreut wie jetzt. Weil die Liste. Oh mein Gott. Es wird einfach. Es wird ein Traum. Ich sag's euch. Es wird einfach ein Traum. Was? Fandest du die Bossgegner bei Sonic auch so gerne? Bossgegner in Sonic waren beste, Digga. Platz 1 ist ja klar, ist Ragnarök. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. FIFA ist drin. Also ja, Diablo. Jetzt nochmal, dass ich es verstehe. Was denn? Warte, bis ich das Video sehe. Oh, welche Kommentare? Bei dem neuen Video. Wenn das online geht am Dienstag, da freue ich mich auf die Kommentare. Ich kann es nur mit Witcher triggern, wenn es ganz offen ist. Ja, Witcher habe ich nicht, ist nicht in der Liste dran, weil ich die Zeit. Ich gehe
gehe mir jetzt mal das Video ansehen, bis gleich was gleich kommt der wieder, Digga, und dann kommt der Hate, das hast du hier. Junge. Keinen geschrieben, weil ich gesagt sprachlos. Ach, Digga, Junge. Wenn FIFA, COD oder Overwatch drin sind, dann schaue ich keine Streams, höchstens gucke ich in den Chat, stumm dich. Digga, die Liste hier. Das ist einfach. Es ist mein bestes Video bisher. Es ist, die Kommentare am Dienstag werden Krieg entfachen. Ich bin so stolz auf diese Liste, Digga. Ich sag's dir, das ist einfach. Vor allem, warte mal. War das hier dieses, wo ich das jetzt nochmal reintun muss oder so? Ich muss mal rausnehmen und wieder reintun. Der wird so gecancelt, ja. Der will nur Trigger in seinem Account. Vielleicht auch. Ey, krieg nicht Kevin-Video. Ja, ich sag's dir. Ich meine, 2020 war ja schon krass, was alles in der Welt abging. Und jetzt, 2023, beginne ich alles. Nach dem Video, erstmal Entschuldigungsvideo. Ja, ich glaube, ich werde die Kommentare über dem Video deaktivieren müssen. Gucken, wie viele Leute. Ja, ohne Scheiß bei dem Video. Also, ja, wobei, guck mal, das Ding ist, ich glaube, das Video, das COD-Video, da muss ich halt ein paar Leute bannen, weil das Video läuft halt sehr, sehr gut. Das sehen halt jetzt ganz viele Leute, die mich natürlich nicht abonniert haben. Also nicht meine normalen Zuschauer und viele raffen natürlich auch diese Videos nicht. Ich glaube, dieses Video wird nicht so abgehen. Ich glaube, das werden halt nur meine Abonnenten sehen und ja, danach werde ich keine Abonnenten mehr haben, so. Der Dislike-Counter ist ja schon deaktiviert. Ja, besser ist das, Digga. Besser ist das. Sag ich dir, wie es ist. Wie lange geht das Kevin-Video? 15 Minuten. Das ist auch, sag ich mal, ein entspannteres Video. Das ist nicht mit so viel Schnitten und so. Das ist halt eher so ein chilligeres Video, wo ich einfach über die Games laber, die ich gezockt habe. So. Deswegen, ich finde das mal gut, so ein entspannteres Video. Muss auch immer sein. Es sind natürlich immer noch Sachen drin und so, aber ja. Wird wie Apo sagen, dass er ein Main-Character ist, ein echter süßer Hase, ja. Uff, kein ADHS-Schnitt. Ja, nicht gar, ein bisschen entspannter. Ein bisschen ist natürlich immer drin. Da kann ich, ne, da, das ist halt einfach mein Ding so, aber. Ja. Hast du schon die neue Mode von Carnival? Nee. Das interessiert mich alles nicht. Okay. Chilis Video kommt jetzt nächstes Jahr. Kommt am Dienstag. Am Dienstag kommt's. Ja, da werde ich gecancelt. Ich glaube auch. Ich glaube auch. So, warte mal, wie muss ich jetzt hier. Ah, hier. Ja. Ich glaube, das wird, ja. Wenn du in der Liste reinkackst, schicke ich mal. Also ein Spoiler für dich, ich meine, das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, das weißt du ja, Stray ist nicht drauf. Hast du eigentlich schon ein Soul? Ich habe Dark Souls habe ich gespielt, kam ich aber nicht rein. Ich will erstmal mit Elden Ring mit euch da reinstarten. Ich will die Souls-Reihe mögen. So sage ich euch, wie es. Warte mal, gehe ich jetzt richtig? Nee, ne? Nee, geht komplett falschen Weg. Ich will die Souls-Reihe wirklich mögen, aber bisher konnte ich mich da noch nicht reinversetzen. Elden Ring wirst du lieben. Ich glaube, ey, ohne Scheiß, das, was ich von Elden Ring gehört habe, vor allem was die Welt und das Erkunden angeht, glaube ich auch, dass ich Elden Ring lieben werde. 100%. Ich halte weiterhin zu dir bis auf Nummer 5. Ja, aber ganz ehrlich, ja, ich will noch nichts sagen. Okay, meine Prediction. Platz 1 Ragnarök, Platz 2 Watch Dogs 2, Platz 3 Watch Dogs 1, Platz 4 Cult of the Lamb, Platz 5 COD. Also ich muss ganz ehrlich sagen, einfach jetzt, damit du für die Liste, es sind alles Spiele, die mehr oder weniger dieses Jahr rauskamen. Entweder kamen sie wirklich raus
Oder. Das spoilert dann halt, aber das sind Spiele, die dieses Jahr rauskamen. Also zum Beispiel Watch Dogs 2 und Watch Dogs 1 sind nicht da. Es sind halt nicht die Games, die ich dieses Jahr gespielt habe. Da habe ich auch überlegt, mache ich so eine Liste, aber irgendwie weiß ich nicht. Es sind wirklich nur Spiele, die dieses Jahr rauskamen. Und es ist eine ernst gemeinte Liste. Es ist keine Meme-Liste so. Und gerade weil sie ernst gemeint ist, wird sie, glaube ich, Leute triggern. Weil sie, die ist wirklich ernst gemeint von mir. Da könnt ihr mit mir kämpfen, aber ich stehe zu dieser Liste. Das ist kein Meme, diese Liste. Das ist kein Meme. Außer vielleicht ein Platz. Aber das werdet ihr dann sehen. Okay, ein Platz ist ein Meme. Der Rest ist kein Meme. Der Rest ist ernst gemeint. Ein Platz ist ein Meme. Ja. Erstes Sonic, zweites Sonic ist Forspoken-Demo. Platz 1 ET für Atari. Bruder, dein Video 10 Hottest Character in Horror Games hat mir, glaube ich, Brain Damage gemacht. Bruder, es ist wirklich. Also, das ist eins meiner lostesten Videos ever. Ich habe es auch, seitdem ich es hochgeladen habe, habe ich es mir auch nicht nochmal angeguckt, weil ich mich nicht getraut habe. Ich kann mich nur noch erinnern, wie ich den Platz 1 in dem Video geschrieben habe und ich weiß auch nicht, was da mit mir abging, Digga. Ja. Wieso sollte deine persönliche Meinung jemanden triggern? Ist doch alles subjektiv. Ja, kennst du die YouTube-Kommentare nicht? Subjektivität auf YouTube, dass jemand das rafft? Nee, Digga. Wenn du nicht die Meinung von allen anderen hast, dann bist du ein ehrenloser Hund und die Leute wollen, dass du stirbst. Und das ist okay für mich. Well then, feel free to peruse. So, warte mal. Also imagine, Leute würden so denken wie du. Ah, thank Das wäre eine schöne Welt, aber Leute auf YouTube sind Food lost. is life. Also ich habe vor allem bei Call of Duty habe ich sehr viele Kommentare bekommen, so wie, ne, was ist dieser Schnittstil? Ne, so, was für ein scheiß Schnitzel hast du, ADHS, geh mal wieder zurück auf TikTok, was soll das? Ne, deine ganze Generation ist verkorkst. So, du musst richtig persönliche mentale Probleme haben, dass du solche Videos machst. Wo ich mir dachte, Digga, Bruder, ich rede über Videospiele und baue ein paar Memes ein. Also so manche Leute, die nimmt das halt wirklich mit. Die nimmt das wirklich mit. Das ist krass. So, Platz 1 Sonic, Platz 2 Priest, Biomutant, Goat Simulator, Watch Dogs, Fortnite. Gute Liste, Digga. Ist meine Liste, ja. Sind die Kommentare so schlimm? Teilweise, also ich muss sagen, bei mir größtenteils sind die Kommentare wirklich gut. Ne? Die meisten raffen's, aber das sind natürlich, je größer man wird, desto mehr Vollidioten kommen. Weißt du, was ich meine? So, ja. Ja, ich hab ganz schlimme Probleme, Digga. Deswegen, aber das wissen die ja nicht. Ich meine, das war ein Schuss ins Was Blaue dann und anfangen oder was? die haben absolut getroffen, aber ne. I'm skilled at all Das sorts ist of der perfekte weapons Schnitzel, das liegt modifications, and daran. will do them for a small Nur weil fee. sie in COD 12. Ja, es I ist. can hardly wait for the next ingredients. Es ist halt so. Ich meine, das Ding ist, natürlich mag das nicht jeder. Ist ja auch logisch. Nichts mag jeder so, ne? Aber ich finde es immer interessant, weil ich glaube, die meisten, die das mögen, die schreiben nichts. Es schreiben sehr viele Leute, dass sie es mögen und so, aber ich glaube, viele sind da einfach ruhig. Aber die Leute, die es nicht mögen, ich glaube, die wenigsten von denen machen einfach das Video aus und gucken sich was anderes an. Ich glaube, die meisten hauen dann was in die Kommentare. So, ne? Die negativen Meinungen sind ja immer die lautesten so. Von daher. Oh Gott, jetzt müssen wir hier umdenken, ne? Das ist richtig. Knirschen mit den Zähnen, die Neider. Ja, ich glaube nicht mal Neider, sondern halt einfach Leute, die. Ja, die nehmen das alles immer sehr, sehr persönlich. Guck mal, wenn ich ein Video sehe, wo ich mir so denke, boah, was labert der Bullshit für ein Bullshit in Videos? Zum Beispiel, ne, bei Last of Us 2 gibt es so viele Meinungen, wo ich nicht mit agree, Got dann it. schalte ich halt das Video ab. So, hä? So, was weiß ich in die Kommentare? Ich like meistens das Video und gebe keinen Kommentar ab. Ja, Digga, so mach ich auch. Mach ich ganz genauso. Mach ich ganz genauso. Ich meine, das klingt jetzt komisch, weil ich YouTuber und jetzt auch, weil ich YouTube-Videos mache und auch Streams mache, aber ich habe
nicht so ein krasses Mitteilungsbedürfnis, weißt du? So für Content und so ist cool, mit euch hier reden ist cool, wie YouTube-Videos machen ist cool, macht mir einfach Spaß. Aber ich schreibe keine Kommentare, ich muss nicht überall meine Meinung verbreiten. Weißt du, was ich meine? Jetzt in Videos ist was anderes, da will ich einfach unterhaltsame Videos machen, aber ja. Das ist halt, manche Leute sind da anders. Okay, neue Prediction: Platz 1 Ragnarök, Platz 2 Callisto Protocol, Platz 3 Cult of the Lamb, Platz 4 Sonic Frontiers, Platz 5 COD. Ich muss aber auch sagen, es sind 10 Spiele. 10 Plätze habe ich. 10 Plätze. Aber gut, ist eine Prediction. Bin ich gespannt. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Also in den Kommentaren, ich meine, manche Kanalmitglieder haben es natürlich schon gesehen und kommentiert und die meisten meinen, bis auf ein, zwei Plätze stimmen die mir zu, ist eine gute Liste, so, ja. Stray leider auf Platz 11, ja, Stray hat es nicht reingeschafft. Ich habe überlegt, mache ich dann einfach eine längere Liste, dass dann auch Spiele drin sind wie Stray oder noch andere Spiele. Ja, okay, dann sage ich, alle von den Spielen sind drin. Warte, lass mich nochmal gucken, was hast du alles geschrieben? Ja. Ist nicht schlecht, Digga. Ist nicht schlecht, sage ich dir, wie es ist. Ist nicht schlecht. Ich mag deine Videos, hält aber in den Kommentaren. Schreibst du Kommentare? Ich weiß gar nicht, ob ich dich in den Kommentaren gesehen habe. Ich zum Beispiel mag die ersten Teile von AC nicht, weil ich erst viel später gezockt habe. Die Grafikeinstellung ist auch nicht so. Ja. Ja. Das habe ich ja dann versucht, immer im hier in der Spielebewertung sind dumm Video irgendwie zu erklären. Dass halt einfach auch die Erfahrung, die jeder gemacht hat, auch wichtig ist. Ne? So, weil zum Beispiel die meisten finden AC2 am besten, aber ich habe, bevor ich AC2 gespielt habe, habe ich schon AC3, 4 und 1 gespielt. Und als ich dann AC2 gespielt habe, ja, da war das halt ein alter Hut für mich. Und deswegen fand ich es halt nicht so gut wie andere Spiele so. Auf YouTube meine ich. Was? Mach doch noch ein Video zu dem schlechtesten Video. Mach doch noch ein Video zu den schlechtesten Video deiner Meinung nach? Oder meinst du zu den schlechtesten Spielen? Das Ding ist, ich habe gar nicht so viele schlechte Spiele gespielt.